Osmodrama ist für mich als Potenzial eine neue Form von Kunst, die wir so noch nicht hatten, weil uns die Technologie dafür fehlte, weil wir nicht das Instrument dafür hatten, einfach in einer ganz neuen Weise große Bilder hinter den Augen zu malen, weil wir dabei sind, den Gerüchen laufen zu lernen.